Guten Morgen, kann man mich hören? Ich hoffe. So. Ja, wir jetzt hören dich. Keine. Sehr gut, Davide, danke. Willkommen nochmal von meiner Seite. Wirklich schade, dass man die Leute alle nicht sehen kann. Ich hoffe, man sieht mich auch. Ich habe jetzt überhaupt keine Rückmeldung. Was ist heute das Thema? Wir starten jetzt mit den New Features vom Universal 7. Wir sind ja jetzt mittlerweile in der Version 20. Und genau, da kommt die Webcam. So, ich hoffe, man sieht jetzt was. Gut. Die letzte Version, beziehungsweise bevor wir inhaltlich starten, geht es vielleicht erstmal 2, 3 Infos von mir, von uns. Ich bin von einem THG, die meisten kennen uns, die uns nicht kennen. Wir sitzen hauptsächlich in Ratingen und Frankfurt, haben mittlerweile auch eine Außenstelle quasi in München und beschäftigen uns vor allem mit Themen, die mit Oracle-Technologie, aber auch Microsoft und Java. Das heißt, wenn es irgendwas in dem Umfeld gibt, wo ihr Unterstützung braucht, gerne uns kontaktieren. Jetzt nicht physisch, momentan geht es telefonisch, Mail oder auf anderen Wegen. Gerne auch Twitter etc. Dann noch kurz 2, 3 Worte zu mir. Ich bin jetzt seit 2007 bei der MTAG, arbeite als Architekt, Projektleiter, aber auch teils noch Entwickler. Bin mittlerweile Oracle Ace und nicht nur auf der Apex Connect unterwegs, sondern auch auf weiteren Konferenzen, DOA, K-Scope etc. Wer mich kontaktieren will, gerne per Mail oder auch per Twitter. Ihr könnt mich auf den üblichen Medien finden. Aber zurück zum Thema. Also, wir beschäftigen uns heute mit dem Universal 7 und dazu eine ganz kurze Einführung für die, die vielleicht das Universal 7 noch nicht so viel kennen oder Apex noch nicht so viel kennen. Das Universal 7 ist die Hauptkomponente, die das User Interface mittlerweile ausmacht. Während es früher der Fall war, dass Apex ja verschiedene Themes hatte und die Möglichkeit bestand, ein Theme zu wechseln, geht man seit der Version 5 dazu über, das Universal Theme zu nutzen. In dem Universal Theme sind halt sehr viele verschiedene Templates und die wiederum haben Template Options, da ist eine eigene Font mit reingekommen und auch verschiedene Funktionen wie Responsive Design oder auch die mobilen Komponenten. All das wird durch ein einziges Theme geleistet. Wichtig ist vielleicht, wer jetzt noch von früher die alten Themes kennt und da verschiedenste Templates erzeugt hat, um eine bestimmte Darstellung zu erreichen, durch diese Umstellung auf das Universal Theme sind sowohl farbliche Änderungen als auch bestimmte Sachen wie eine Überschrift ausblenden, wie eine bestimmte Darstellung auf einer Seite zu erreichen, oft einfacher möglich, also nicht indem man Templates erzeugt, sondern vor allem indem man Template Options nutzt, den Theme Roller nutzt und weitere Fähigkeiten. Also man ist wesentlich flexibler als wir vergleichsweise zu dem Nicht-Universal Theme Zeiten. Das Theme hat die Nummer, die 42, die Antwort auf alles bekommen und ist jetzt schon, wie ich sagte, seit der Version 5 Bestandteil vom Apex. Wie sieht das genau mit den Versionen aus? Also mit der Version 5 ist die Version 1.0 des Universal 7 reingekommen. Da das Universal 7 und alles, was das UI ausmacht, stark von Komponenten abhängig sind oder ist, die weiteren Libraries, die genutzt werden, sehen wir hier unter anderem auch die Fonts, die eingesetzt werden, also im Prinzip die Icons, Font Apex und Font Awesome. Und verschiedene JavaScript-Libraries, die über die Zeit auch in Apex genutzt wurden. Man kann oben ziemlich gut sehen in den Versionsnummern, dass anfangs fast in jedem Jahr noch eine Veränderung stattgefunden hat mit dem Umschwung auf die neue Versionskennzeichnung ab der 18.1. Ist das in den letzten beiden oder 3 Jahren so gewesen, dass wir mal 2 Releases bekommen haben und bis auf die 18.2 sich in jedem Release was in dem Universal 7 getan hat. Und daher ist es auch recht wichtig, dass man die Veränderung verfolgt. Und wenn man alle Features von Apex nutzen will, ist man auch mittlerweile gezwungen, dieses Universal 7 einzusetzen.
Also verschiedenste Fähigkeiten, vor allen Dingen Responsive-Fähigkeiten, sind in Apex nicht ohne weiteres deklarativ möglich, wenn ich nicht das Universal Theme einsetze. Also das ist ja elementarer Bestandteil. Früher war dies auch nicht der Fall. Kurz vielleicht zu den Fonts. Wer mittlerweile Icons oder verschiedene Funktionalitäten, die über Icons dargestellt werden, nutzen will, hat auch mit Apex diese sogenannte Font Apex bekommen. Eine Zeit lang hatten wir zwei Font-Libraries, also zwei Möglichkeiten, Icons einzusetzen in Apex, einmal Font Awesome und Font Apex. Aber mit der 19.2 wurde dieses Font Awesome entfernt und wir nutzen, oder es steht hier integriert, deklarativ Font Apex nur noch zur Verfügung. Und ja, da hat sich jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren nicht mehr so viel getan. Also das heißt, wer da upgradet auf eine neue Version von Apex und dann Font Apex einsetzt, wird da keine Veränderungen aktuell großartig sehen. Ja, Oracle Jet ist zwar selber nicht Bestandteil des Universal Themes, aber ist dennoch einer der Kernbestandteile, wenn es um UI-Komponenten, vor allen Dingen halt um Charts geht, einzelne Komponenten auch so wie so ein autovervollständigen Suchfeld. Diese Komponenten kommen auch aus Jet und da sieht man, da tut sich noch recht viel. Also wenn man da in die nächste Version geht, sollte man gerade diese Komponenten durchaus immer mal ein-, zweimal prüfen. Durch diese starken Veränderungen können durchaus ja, visuelle Änderungen und ähnliche Sachen passieren. jQuery, jQuery UI und für Kalender sind weitere Libraries, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. So, 20.1, New Features. Wir haben mit dem Universal Theme in 20.1 eigentlich jetzt gar nicht so viel Änderungen. Also ich habe die ganzen Änderungen durchgegangen. Ich gehe gleich ein bisschen drauf ein, wie man das, was sich verändert hat in dem Universal Theme, vielleicht auch selber identifizieren kann oder ein Gefühl dafür kriegt, wo welche Änderungen zu sehen sind, ist in den Release Notes hier in diesem 4.1.4, das ist der Auszug aus den Release Notes, nur davon die Rede, dass ja, verschiedene kleinere Verbesserungen, ja, kleine Template Options sich geändert haben, Theme Roller, die Komponente hat sich leicht verändert, ja, aber nicht wirklich viel. Also, hat mich auch ein bisschen erstaunt und in der Vorbereitung vor den Vortrag habe ich mir dann auch nachher überlegt, da muss er ein, zwei Features und Komponenten noch mehr mit reinbringen, damit wir halt wirklich genug Futter haben hier, um alles an Infos oder an Neuigkeiten wirklich hier reinzubringen. Die Slides sind jetzt so aufgebaut, dass man rechts oben eine Versionsnummer sieht, hier logischerweise diese 20.1. Das heißt, wenn wir die Slides jetzt durchgehen oder wenn ihr die später zu Hause durchgeht, habt ihr immer die Möglichkeit, auf jeder Slide zu sehen, wann ein bestimmtes Feature oder eine Komponente eingesetzt wurde oder ab wann die möglich war. Gut, dann gehen wir mal in die Änderung rein. Also, wenn ich Änderungen feststelle, ist das auch wie in vielen anderen Anwendungen oder Entwicklungen. Hier bietet sich an, eine Versionierung zum Beispiel zu nutzen. Und ich habe jetzt in dem Fall das ganze Universal Theme genommen, also sprich das, was Apex ausliefert, die ganzen statischen Dateien vor allen Dingen, weil die Komponenten, die wir in dem Universal Theme haben, die finden sich ja vor allem in den HTML-Dateien, CSS und ja auch diesen LESS-Dateien. Und die Ansicht, die wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip die Ansicht, wenn man quasi Apex, das Universal Theme, mit der vorigen Version vergleicht. Dann sieht man, dass vor allen Dingen diese Dateien mit dem Namen Megamenü hinzugekommen sind. Also es ist eine neue Komponente, da gehen wir gleich drauf ein. Und natürlich unten im blauen Bereich, der geht jetzt auch noch ein bisschen weiter, einige oder kleinere Änderungen gesehen haben, aber an neuen Komponenten, an neuen einzelnen, ich sag mal, eigenen Dateien und damit neuen Komponenten ist wirklich nur das Megamenü zu sehen. Was nutzen wir dann, wenn wir jetzt quasi dieses Universal Theme einsetzen? Da bietet sich an, vor allen Dingen diese Universal Theme Sample Application zu nutzen. Die kann man einerseits natürlich lokal installieren, aber auch unter dem apex.oracle.com/ut-Link im Web immer finden. Wichtig ist, wenn ich jetzt mit dem Kunden rede, ist die App eine der Grundlagen, um jetzt gewisse UI-Komponenten vorzustellen und darzustellen, was Apex kann. Man sollte aber darauf bedacht sein, wenn man die Version im Web nimmt, also sprich die apex.oracle.com/ut, den Link,
dass da immer die aktuellste Version hinterliegt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Migration macht oder irgendeine alte Version durch eine neuere ersetzt und ihr würdet jetzt nicht auf die aktuellste Version gehen, also auf die 20.1, sondern 19.2 zum Beispiel, dann müsst ihr das lokal installieren, weil natürlich dann gewisse Änderungen vorhanden sind, die in diesem Link, also die bei apex.org.com läuft, nicht genau übereinstimmen müssen. Die Anwendung kommt in jeder Version mit Apex aktualisiert mit. Das heißt, auch jetzt in der Version, also in der Version 20.1, haben wir hier Komponenten drin, unter anderem dieses Mega-Menü, die Bestandteil dieses Universal 7 ist. Also da sollte man oder gucke ich auch vor allen Dingen immer rein, um gewisse Komponenten durchaus zu sehen, auch in den Hintergrund zu gucken, was eingestellt wurde. Die Universal 7 Sample App, wenn man die quasi lokal schon mal installiert hatte, also es gibt ja durchaus Leute, die installieren in jeder Version vielleicht alle möglichen Sample Apps, da sollte man darauf achten, dass die neueste Version wirklich dann aktualisiert wird bzw. installiert wird. Weil, wenn ich die im ersten Moment aufrufe, also sprich, ich gehe in meinen Apex Workspace rein und rufe diese Sample Application im Page Builder auf, dann kann ich, wie bei jeder Anwendung, im Bereich der Shared Components sehen, welche Version installiert wurde. Und wie man hier sieht, bei Versionen, wo hier links im Screenshot noch diese 12004 steht, ist eine alte Version von dem Universal 7, würde der trotzdem in der Übersicht anzeigen, dass ich diese Universal 7 Sample Application installiert habe. Der Fehler wäre dann natürlich, wenn ich die jetzt quasi nicht neu installiere und der mir sagt, ich habe die installiert, dann denken die meisten Leute oder die Kollegen vielleicht, die das noch nicht wissen oder die Komponenten noch nicht genau kennen, dann habe ich die aktuelle Version auch mehr oder weniger nach dem Apex-Update automatisch drin. Das ist nicht der Fall. Also ich muss wirklich entweder die alte Version ersetzen oder von mir aus auch die alte Version erst löschen und dann die neue Version nochmal mit der Installation antriggern. Würde ich das nicht machen, würde ich schlicht und einfach die alte Version noch sehen. Gut. Was vielleicht auch noch wichtig ist, in der ganzen Universal 7 Sample App gibt es natürlich diese Komponenten, die das Universal 7 ausmacht. Es gibt einen Icon Builder, also sprich die Möglichkeit, alles zu sehen, wie ich mit Font Apex umgehe. Und es gibt auch einen Migration Guide. Das heißt, wenn ich jetzt von einem alten Universal 7 auf ein neues gehe oder auch von einer Anwendung ohne Universal 7 ins Universal 7 gehe, sind da Schritte, Punkte, die Stück für Stück gemacht werden sollten, geprüft werden müssen, um halt quasi effektiv und sinnvoll ins neueste Universal 7 zu wechseln. Gut. Die Universal 7 Sample App ist jetzt hier in der Version hauptsächlich in dem Bereich geändert, wo es in dem Designbereich um diese Navigation geht. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, eine der Komponenten ist dieses Mega-Menü und da werden wir gleich noch ein, zwei Screenshots von sehen und werde ich noch ein paar Sachen zu sagen. Aber auch sonst ist diese Universal 7 Sample App in dem Bereich Navigation vor allen Dingen auf dieser Seite mit verschiedenen Templates und Einstellungen aktualisiert worden. Der Rest der ganzen Sample App ist, soweit ich das sehen konnte, fast nicht geändert worden. Um auch da so ein Gefühl zu kriegen oder auch generell in Anwendungen, wo hat sich was geändert? Es gibt in Apex die Möglichkeit, Änderungen, wo zumindest auf Anwendungsebene Änderungen sichtbar sind, die mittels Workspace Utilities und dort dieser Application Comparison zu finden. Das heißt, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel eine Anwendung habt, in der alten Version, das ist zwangsläufig irgendeine Apex-Anwendung, aber muss halt nicht diese Universal 7 Sample App sein und ihr vergleicht die mit einer neueren Version, also importiert quasi die gleiche Anwendung unter anderem AD, dann besteht die Möglichkeit mit diesen Workspace Utilities unter Cross-Application Reports, das ist halt der Bereich in dem Shared Components, da im Bereich Application Comparison zwei Anwendungen auszuwählen. Und er sagt mir hier, wie man rechts sieht, Application 1 und Application 2, die beiden, die ich halt ausgewählt habe, wo welche Seiten vorhanden sind oder eben welche Änderungen wie vorhanden sind. Die Sache ist natürlich nur sehr oberflächlich. Also, dass man hier feingranular auf jedem Eigenschaft genau sieht, welche Setting sich wie verändert hat, dafür ist die Ansicht jetzt durchaus nicht so sinnvoll.
Aber man kann hier einen guten Überblick davon bekommen, wo generell Änderungen vorhanden sind. Und wenn es jetzt zum Beispiel Änderungen gibt, die in der alten Anwendung nicht vorhanden sind, also wie man hier sieht, oben kann man dieses Application Attribute Component Name sehen, also auf der Global Page. Und da sieht man einmal Universal 7 Sample Application und bei dem anderen steht Universal 7 Sample Application 19.2, dass die Komponente durchaus bei beiden vorhanden ist, aber umbenannt wurde. Und das ist hier in dieser Ansicht, wird das immer, wenn da Änderungen vorgefallen sind oder vorhanden ist, auch in zwei Zeilen dargestellt. Also es ist noch nicht so luxuriös, dass ich genau quasi nebeneinander dargestellt kriege, was sich ändert. Ja. Aber auch damit komme ich quasi an die Möglichkeiten, um jetzt hier vor allen Dingen bezogen auf das Universal 7 zu sehen, was hat sich geändert. Und gerade die Universal 7 Sample Application, die ist neben den ganzen Release Notes ja Hauptbestandteil der Infos, was hat sich wo geändert. Also sollte man durchaus mal einen Blick reinwerfen. Gut, Mega-Menü. Was ist das Ganze? Also, wenn man die ganzen Features, die man jetzt nicht nur aufs Universal 7 bezogen, sondern generell sehen will, wissen will, dann kann man auf apex.org und da What's New, also sprich auf der Seite, einfach einen Link aufrufen und da werden neben den Sachen, die ich jetzt hier zeige, also sprich dem Mega-Menü, auch alle weiteren Fähigkeiten oder neuen Features dargestellt. Carsten hatte gestern schon einen Teil aufgelistet. Ich werde jetzt vor allen Dingen so ein paar UI-Komponenten halt erläutern und von dem Universal 7 selber ist das Mega-Menü halt die größte Änderung. Ja, wie sieht das Ganze aus? Das Mega-Menü ist im Prinzip eine Möglichkeit in der Navigation nicht nur links als ausklappbare Navigation in einem Navigationsbaum zu haben, sondern schlicht und einfach eine Komponente, die ja, wenn möglich, alle Links zur Verfügung stellt, die in der Anwendung existieren, und zwar auch gleichzeitig. Das Ganze sieht dann so aus, halt wie man hier sieht, man drückt oben links auf dieses Icon neben Universal 7, hat hier zwei leicht unterschiedliche Darstellungen. Unten sieht man jetzt im Prinzip, also hier sind im Prinzip zwei, ja, Templates, die für das Mega-Menü out of the box zur Verfügung stehen. Und man kann halt, ja, einer der Vorteile, wie ich gerade sagte, jeden Link sofort erreichen. Man sieht auch quasi alle Links auf einmal. Also alle anderen Komponenten, die zur Navigation dienen, klappen sich ja meist aus oder man sucht vielleicht in Untermenüs. Hat auch in der Größendarstellung jetzt nicht so viel Unterschiede und kann halt nicht so vollumfassend quasi Navigationselemente ausnutzen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt danach in der Anwendung mich bewege, ist per Default natürlich, wenn ich den Link jetzt hier aufgerufen habe, also einen dieser Links, die hier zur Verfügung stehen, die Navigation wieder nicht sichtbar. Sinnvoll ist das gerade, wenn ich Seiten habe, die jetzt an sich eine ganze Seitenbreite und Höhe brauchen und andererseits auch sinnvoll, wenn die Navigation selber so groß ist, aber aus übersichtlichen Gründen alles quasi auf einmal mal angezeigt werden soll, dass das ja so am besten angesteuert wird. Dafür kann man das Mega-Menü ganz gut einsetzen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Diese Mega-Menü kann ich finden, also als technische Komponente ist die wie eine Liste, also in den Shared Components im Bereich Lists. Hier ist es jetzt so, dass diese Komponenten eine Menge von Attributen haben und auf der rechten Seite sieht man, neben Attributen, die wir generell haben, also wie Name, ein Icon und verschiedenste andere Sachen, gibt es in Apex halt einen Bereich in den Listen, der User-Defined Attributes heißt. Und da kann ich neben dem, dass wir oben generell Eigenschaften wie Link etc. angezeigt haben, viele weitere Attribute noch befüllen, die sich nachher, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann an den Stellen auch darstellen, indem die bestimmten Sachen dicker, dünner dargestellt werden mit Icons, mit verschiedenen Sachen, die eingerückt sind und so weiter. Also all das an Attributen ist jetzt hier steuerbar durch die Attribute, die rechts hier in dem Screenshot noch leer sind. Ja. Man kann sogar Shortcuts hinterlegen, sodass man gerade wenn man so ein Menü arbeitet und jetzt eine volle Tastaturunterstützung wünscht oder nutzen will, mittels Shortcuts sehr schnell dann halt navigieren, ohne jetzt quasi alles im Detail anklicken zu müssen oder so. Im linken Bereich hier der Screenshot, wo Navigation-Menü steht,
Das ist der Bereich, den ich auf einer Seite finde, wo ich definieren kann, wie ich auf dieser Seite mit der Navigation umgehe. Also der erste Punkt, dieses Override User Interface Level, bedeutet, dass ich für diese Seite jetzt aktiviert habe, dass ich diese Standard User Interface Komponente ausschalte, also sprich die Navigation, die normalerweise links ist. Und dann an der Stelle sage, verwende eine Liste, jetzt hier in dem Fall dieses Universal 7 Sample Application Mega Menü, und sage dann auch, wo diese dargestellt wird. Das heißt, ich kann gezielt auch überlegen in der Anwendung, ja, ich habe jetzt 15, 20 Seiten und ich habe jetzt von diesen 15, 20 Seiten vielleicht 5 Seiten, wo ich individuell sagen will, nee, da will ich das besser als Mega Menü darstellen, weil die Seite einfach so breit sein soll, weil ich die Navigation in der Form anders da haben will. Da aktiviere ich jetzt wieder dieses Override User Interface Level und kann dann gezielt auch einzelne Seiten nur mit diesem Mega-Menü versorgen. Genau. Die anderen Sachen, List Position Top und Top Navigation Menü, da geht es einfach nur darum, wo der Punkt ist, quasi, wo ich draufklicken muss. Also sprich hier oben links, dass ich dieses Menü dadurch aktiviere. Ja, und dann kommt es zum Vorschein. So, was haben wir denn noch an Sachen? Die Komponente SeamRoller. SeamRoller ist ja, seitdem wir das Universal 7 haben, Bestandteil von dem Universal 7 selber oder auch eben Apex. Der SeamRoller, die Komponente, ist dafür da, dass ich möglichst deklarativ Eigenschaften in dem UI verändern kann, ohne dass ich direkt CSS, HTML oder vielleicht auch JavaScript nutzen muss. Das heißt, den SeamRoller aktiviere ich ja, indem ich auf der Entwicklerleiste unten rechts entsprechend auf SeamRoller klicke, also sprich, wenn ich eine Anwendung entwickle. Und in 20.1 sind die Komponenten, die ich da zur Verfügung habe, gleich geblieben. Und die einzige Änderung, die ich im Prinzip habe, ist, dass wir das, was wir früher, ich sag mal, mit diesen Most Common Attributes und All Attributes, also da oben links dieser Schalter, den ich jetzt rot markiert habe, der ist jetzt weggefallen, weil man wirklich über die Zeit gesehen hat und vielleicht die Kollegen, die es schon länger entwickeln, immer wieder in diese Falle getappt ist, wenn ich diesen SeamRoller aufgemacht habe, dass entsprechend nur, ich sag mal, 5, 6 dieser Style-Attribute alle da oder diese Attribute hier dargestellt wurden und ich erst rechts auf dieses Icon klicken musste, was in diese rot markiert ist, um dann wirklich alle Attribute zu sehen. In 20.1 ist das jetzt endlich rausgefallen und wir sehen per se, wenn man den SeamRoller aufmacht, immer Attribute, so kann man nichts vergessen und ja, braucht man einfach nicht. Also dieser Filter oder wenn ich irgendwas gezielt suchen will, dann kann ich immer noch auf diese Lupe klicken und dann halt gezielt nach bestimmten Eigenschaften suchen. Aber dass ich nur einen Teil dieser Attribute oder diese Attributbereiche hier anzeigen will, das war eigentlich ziemlich selten der Fall. Aber das ist an der Stelle hier von dem SeamRoller auch schon alles. Ich gehe gleich nochmal auf 2, 3 Sachen, die sich zu 19.2 geändert haben, vielleicht ein, weil wir schlicht und einfach zum letzten Zeitpunkt der Apex Connect bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur dieses 20.1er Release haben, sondern auch das 19.2er Release. Aber dazu gleich nochmal was. Also die Komponente ist inhaltlich im Prinzip gleich. Was hat sich jetzt noch geändert? Apex hat an sich, ja, ich sag mal, dieses neuere Design, dass die Komponenten in diesem Page Designer dargestellt wurden und auch mittels so einem sogenannten Dark Mode versehen wurden, in 19.2 schon bekommen. In der Version 20.1 hat man sich jetzt entschlossen, diesem sogenannten Redwood Design zu folgen. Das heißt, Gesamt-Oracle, also nicht nur Apex, hat ein bestimmtes Design-Theme. Und dieses Design-Theme nennen sie Redwood UI. Und das bezieht sich jetzt bei uns nicht auf die Anwendung, sondern vielmehr auf die Entwicklung in Apex. Also der Page-Builder und alles das, was die Entwickler sehen, das wurde in dem UI so weit angepasst, dass diese Komponenten jetzt diesem Redwood UI-Design folgen. Und da sind halt bestimmte Farbgebungen, ja, Übergänge, Farbkontraste etc. dem angepasst, was Oracle jetzt mit diesem Redwood UI firmenweit ausgerollt hat. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ist jetzt nicht so riesig die Unterschiede. Man merkt halt klar, wenn man Apex aufruft, an vielen Stellen, wo Buttons waren und dieses Blaue waren, sind jetzt vor allen Dingen hier diese grünen Farbtöne mit reingekommen und dieses helle Blau ist jetzt ein bisschen,
ja, dunkler geworden. Ja, funktional hat das jetzt für uns im Prinzip keine Auswirkung. Es ist halt nur die Anpassung ans UI, wie Oracle insgesamt alle Anwendungen strickt. Also für die Entwickler. Welche Komponenten, was hat sich jetzt noch geändert? Da wir jetzt nicht so viel im Universal 7 haben, aber doch einzelne Features, die hier und da vielleicht Carsten nicht so tief beleuchtet habe, habe ich ein paar von diesen neuen Features, die mit 20.1 sind, auch noch vielleicht einmal mit reingenommen. Und unter anderem ist es so, dass das Interactive Grid ja die Möglichkeit schon immer hatte, wie der Interactive Report auch, dass ich Sachen gruppieren kann. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Ansicht habe, die ich jetzt hier darstelle, und ich habe jetzt nach Job diesen Control Break aktiviert, also dass der im Prinzip die Daten, die jetzt entsprechend unter den Job, in dem Fall Analyst und den Job Clerk dargestellt werden, dass die zusammengefasst werden und diese Control-Break-Darstellung haben. Da war es, wenn ich in der Vergangenheit Zeilen hinzugefügt habe, das Problem, dass diese Zeilen nicht dieses Attribut, nachdem ich den Control-Break durchgeführt habe, also in dem Fall, wenn ich jetzt hier was hinzufüge, diesen Job Analyst oder Clerk, nicht automatisch gesetzt wurde. Und wenn ich jetzt solche Ansichten angepasst habe und ich habe ja halt diesen Control-Break aktiviert und ich füge jetzt eine Zeile hinzu, also mit der Version 20, dann passt das jetzt auch sauber, sodass die Zeile, die ich hinzugefügt habe, also direkt dann auch in dem Bereich sehe und diesen Job-Analyst ausgefüllt hat. Weil das macht absolut keinen Sinn andererseits, also wenn ich halt dieses Control-Break aktiviert habe und füge Zeilen hinzu, dass diese Spalte Job leer wäre, weil dann hätte ich natürlich oft ein Problem, erstens, wenn die Pflicht ist, kann ich die Sachen nicht speichern. Und die zweite Thematik ist natürlich, ich finde die Zeile dann nicht. Also das ist auch eine Sache, die ein kleineres Feature ist, aber in 20.1 beim Interactive Grid hinzugekommen ist. Die Funktionalität, gut, die hatte Carsten gestern schon genauer erläutert. Hier gehe ich jetzt nicht weiter ein. Vielleicht ein, zwei Sachen, die ich in der Vergangenheit dazu schon gehört hatte. Die erste Thematik ist, wenn ich diese Friendly URLs aktiviert habe, also das ist die Darstellung dieser Links, die man unten sieht, dann sehen die jetzt nicht mehr so aus, dass ich dieses F-Fragezeichen P drin habe. Das heißt, wenn ihr jetzt im Web bisher suchen konntet, Anwendungen mit in der URL F-Fragezeichen P, also wo man zu 90 oder 99% sagen konnte, es sind Apex-Anwendungen, die sind vielleicht bald alle nicht mehr so einfach findbar, was jetzt nicht so kritisch ist, aber halt einfach als Info. Und was man dabei noch wissen sollte, wenn ich eine Anwendung aktiviert habe mit Friendly URLs, das mache ich in diesen Shared Components, also kann ich pro Anwendung definieren, dass ich diese neue URL-Thematik aktiviere. Und ich habe da noch alte Links zusammengebaut. Also sprich, ich habe noch Links, die ich per HTML oder mit Apex Prepare URL oder mit verschiedenen Sachen zusammengebaut habe, aber eben nicht komplett über die internen Mechaniken. Und da hätte ich jetzt noch einen Link drin, der heißt F-P gleich. Dann ist der trotzdem aufrufbar und kompatibel. Das heißt, wenn ihr jetzt hier was umstellt und denkt, ich habe jetzt leider, ich sag mal, an 20 Stellen von Hand eine URL zusammengebaut, dann ist das trotzdem möglich, die Anwendung insgesamt Friendly URL zu aktivieren. Und der übersetzt intern diesen alten Link direkt in diese neue Logik. Nur wenn ich dann halt quasi auf die jeweiligen Seiten komme, dann sehe ich in der Browserzeile immer diesen neuen Link direkt. Ist also ganz gut geregelt. Ich bin selber gespannt, wie die ersten Anwendungen dann, wenn man die beim Kunden umstellt. Und vor allen Dingen die Web-Anwendungen, die per Google natürlich viel besser oder überhaupt referenzierbar sind, weil ich in dieser Syntax ja schlicht und einfach besser Links setzen kann. Was haben wir noch? Wir hatten lange die Möglichkeit nicht, dass wir bei dem Interactive Grid eine URL aufrufen konnten und mit dieser URL sagen konnten, ich will jetzt quasi in meinen Report mit dem Namen, weiß ich nicht, Test oder mit dem Namen Filter mir alle Leute geboren ab 1900 oder was auch immer raus. Also sprich, wenn ich ein Interactive Grid hatte und ich wurde mit dem Link auf diese Seite verleitet oder umgeleitet, dann hatte ich keine Möglichkeit zu definieren, ob der jetzt über diese URL eine bestimmte Eigenschaft filtert oder bestimmte Eigenschaften ausblendet und so weiter. Das, was wir also im Interactive Report schon länger haben, das ist jetzt in 20.1 jetzt auch für das Interactive Grid aktiviert worden. Diese Links folgen im Prinzip einer ähnlichen Logik, also wie man hier unten sieht, Advanced Request, da sieht man dieses IG.
IG ist im Prinzip das Ab oder die Abkürzung für Interactive Grid. Und da kann man dann mit Hilfe der IDs, also man ähnlich wie dem Interactive Report, gebe ich einem Interactive Grid auch einen Namen, also eine ID. Und diese ID kann ich dann immer in diesen Links referenzieren und dann zum Beispiel sagen, dadurch resette den oder gehe in einen bestimmten Saved Report von dem Interactive Grid rein und so weiter. Also wir hatten auch verschiedene Projekte, da wurde diese Sache auch schon so verlangt, beziehungsweise wir mussten jetzt zum jetzigen Zeitpunkt uns damit behelfen, wenn man in 19.2 eine bestimmte Mechanik aufrufen wollte, dass man wirklich beim Seitenladen ein JavaScript laufen lassen musste und dann dafür sorgen musste, dass halt ein bestimmter Report ausgewählt wurde oder eine Eigenschaft gefiltert wurde. Das geht jetzt per Link. Also auch eine praktische Sache. Weiter sieht man hier auch in dem Bereich Clear Reset, da bei Action. Kann man auch verschiedene Actions jetzt deklarativ definieren? Also, wir hatten früher, wenn man die rechte Ausprägung sieht, dieses Reset-Pagination, immer nur die Möglichkeit, so an diesen Link dieses RP ranzuhängen. Also, wenn ihr schon mal einen Link hattet und da hing jetzt RP hinten dran als letzter Parameter, dann hieß das einfach, der hat diese Pagination, also im Prinzip, wenn ihr einen Report habt und auf Seite 5 seid und ihr habt diesen mit Reset-Pagination aufgerufen, da defaultmäßig dann wieder resettet, sodass ihr immer den Report auf Seite 1 habt. Weil gerade wenn man eine Suche hat und die Seite 5 gibt es nicht, wäre schlecht, wenn der jetzt auf der Seite 5 darstellt. Und dieses Menü, dieses unten, dieses Action, ist jetzt deklarativ möglich. Also ich kann None, Clear Regions, Reset Regions und Reset Pagination klicken und muss an der Stelle jetzt nicht mehr auswendig wissen, dass halt ich da dieses RP in diesen Link hinzufügen muss. Das ist also auch neu von der UI. Funktioniert hat das schon früher, aber eben nur, wenn man diese Kürzel wusste. Was gibt es noch Neues? Carsten hat das auch gestern noch angesprochen. Hier vielleicht nochmal die Darstellung, wie das Ganze im APEX selber aussieht. Wir haben jetzt Session Timeout Alerts. Damit ist jetzt gemeint, ja, wenn eben eine Session abläuft, dann kann man auch definieren, dass ich ein sogenanntes Session Timeout Warning bekomme. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise ein Session Timeout, was normalerweise natürlich länger ist, also hier in dem Beispiel sieht man unten, 60 Sekunden ist das Maximum Session Idle Time und dieses Warning ist hier auf 30 Sekunden eingestellt. Hier würde jetzt in dem Fall nach 30 Sekunden also ein kleines Fenster aufploppen und der würde sagen, Achtung, Session läuft jetzt gleich ab, willst du die verlängern? Und dann kann ich sagen, ja. Und dann wird die eben entsprechend nochmal verlängert. Gerade wenn diese Phasen jetzt länger sind, also ich habe jetzt so eine Idle Time von, ich sage mal, einer Stunde und in 55 Minuten oder nach 55 Minuten soll jetzt eine Warnung aufploppen. Die kann dann dafür sorgen, indem ich die klicke, ja, verlängern, dass ich eben quasi durch diesen Klick eine weitere Stunde habe. Und wenn ich jetzt eine Anwendung habe, wo ich entsprechend die ganze Zeit auf einer Seite bin, also gerade so eine, ich sag mal, Single-Page-Application versucht zu entwickeln oder sehr viele Sachen per JavaScript ansteuere, dann kann das sehr hilfreich sein, dass ich eben diese Warnung bekomme, sag, bitte verlängern die Session, weil wenn das nicht der Fall wäre und die Session läuft ab und ich mache dann den ersten Klick, mit dem Zeitpunkt werde ich automatisch im Normalfall auf diese Login-Page wieder umgeleitet und kann keinerlei Änderungen mehr vornehmen. Das heißt, alles das, was ich jetzt in der letzten Stunde oder was auch immer eingetragen habe, wäre weg. Und dafür ist das halt gedacht. Auch ein sehr praktisches Feature. Ich bin gespannt vor allen Dingen, wie es mit speziellen Kundenwünschen dann in Kombination steht, die jetzt da gezielt wollen, bestimmte Zeit verlängern oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall auch eine coole Sache. 2021. Es gibt ein paar JavaScript-APIs. Da möchte ich jetzt im Detail nicht zu viel reingehen, aber es ist, glaube ich, interessant, wenn man weiß, dass sie da sind. Unter diesem Namespace Apex.locale ist die Möglichkeit, dass ich verschiedene Umrechnungen oder Komponenten oder vor allen Dingen Werte in Zahlen umrechnen kann. Und gerade im JavaScript-Bereich hatte ich oder hatte man generell, auch ich, Probleme, wenn ich Werte hatte und die sind jetzt quasi einmal in der Schreibweise mit Punkt, Komma als Trenner und dann einmal umgekehrt. Und ich möchte jetzt hier einfach dafür sorgen, dass ich die auch im JavaScript schnell und einfach umwandeln kann. Dann sollte ich hier dieses Apex.locale-Package mir anschauen und dort sind Funktionen, wo der halt diese verschiedenen, ja, Formate und Unterstützung auch JavaScript-mäßig direkt aufrufen kann. Also ich muss nicht die Zahl selbst konkatenieren und zusammenbasteln.
Es gibt noch ein paar weitere Sachen, die will ich jetzt hier nicht im Einzelnen nennen, aber ich denke, es ist der Vollständigkeit halber schon praktisch, wenn die halt in den Folien auftreten. Dieses Locating würde ich aber schon sagen, kann man hier und da gut brauchen. Was gibt es noch? Jeder von euch kennt vielleicht die Meldung, links sieht man die. Wenn ich eine Alert-Meldung oder auch eine Confirm-Meldung in der Vergangenheit hatte, sahen die noch nicht sehr Universal 7-like aus. Also es hat sich über die Zeit schon verbessert, aber über die Versionen hinweg, gerade früher, war es so eine alte, gefühlte, ja, billig Windows-Fenster, die jetzt im Browser aufgeploppt sind. In 19.2 sah es auch noch nicht ganz so Universal 7-mäßig aus. Und dann steht hier noch, also wie der Chrome dann bei mir an dem Screenshot anzeigt, auf Localhost wird Folgendes angezeigt und dann halt ein Text. Der ist jetzt hier, ja, sehr unelegant gewählt, aber ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist nur, wenn ich jetzt auf der rechten Seite sehe und sehe jetzt eine Alert-Meldung, die jetzt hier mit dem gleichen Browser gemacht wurde, fällt erstmal dieser komische Kommentar, den der Chrome da drüber setzt bei so Alert-Meldung weg. Und zweitens sieht das Ganze jetzt genauso wie so ein Dialog aus. Also hier und da hatte ich durchaus Kunden, die haben dieses angemerkt und ja, der Endnutzer hat sich im Endeffekt natürlich ja, im Vergleich zu den restlichen Komponenten nicht so wiedergefunden. Und gerade dieses Dialogdesign, das wird jetzt hier elegant auch mittels Confirm und Alert sauber dargestellt. Gut. Was haben wir sonst noch? Wir haben diesen sogenannten Kompatibilitätsmodus. Der ist auch noch wichtig. In der Vergangenheit war es so, das kann man auch in den Release Notes nochmal genauer nachgucken, dass immer, wenn sich eine Apex-Version geändert hat, vielleicht bestimmte Funktionalitäten von einer technischen Art, wie die verarbeitet werden, geändert haben. Das kann also bedeuten, dass zum Beispiel in der Vergangenheit mal Dynamic Actions nicht mehr synchron, sondern auf asynchron umgestellt wurden oder dass bestimmte Meldungen eben anders verarbeitet wurden. Und wir haben jetzt in der Version 20.1 dort keine Änderung. Das heißt, wenn ihr jetzt von der 19.2 auf eine 20.1er-Version geht und dieser Kompatibilitätsmodus war jetzt auf 19.2 bei euch, also auf den letzten Stand, der vorher möglich war, dann braucht man da nichts ändern und der Modus quasi hat sich technisch gesehen nicht geändert. Also Apex arbeitet da weiterhin gleich. Ist in den Shared Components zu finden und kann man bei jeder Anwendung unter diesen Anwendungsattributen, also Application Attributes, finden, die Einstellung. Welche Sachen sind noch erwähnenswert? Wir haben ja in den Release Notes immer so einen Bereich, der nennt sich Deprecated Features. Und bei diesen Deprecated Features geht es natürlich darum, dass Komponenten oder Funktionalitäten, die in der Zukunft vielleicht mal deaktiviert werden, dort aufgelistet werden, die aktuell als deprecated gelten. Das heißt, diese Sachen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, sind natürlich nur ein kleiner Auszug. Die meisten wissen ja schon, Tabular Forms ist jetzt, seitdem die Interactive Grids eingeführt worden, auch als deprecated definiert worden. Das heißt, irgendwann in einer Zukunftsversion werden die Tabular Forms entfernt. Und bis dahin sollte man möglichst Tabular Forms erstens nicht neu ansetzen, was per se schon mal nicht mehr geht, aber auch die alten Tabular Forms sollte man halt durchs Interactive Grid, wenn möglich, ersetzen oder anders verarbeiten. Und da gibt es auch noch eine Reihe weiterer Sachen, was für mich neu war. Ich habe es jetzt nicht genau überprüft, in welcher Version sich geändert hatte. Wer in der Vergangenheit mit modalen Dialogen gearbeitet hat, also diese Version Punkt 6.1.2.0, der hatte auch im JavaScript öfter mal diese Aufrufe Open Modal und Close Modal genutzt. Das gerade bei einem Frame, also bei einem Inline-Dialog, wurde das oft genutzt. Und hier sind jetzt zum Beispiel auch andere Aufrufe enthalten. Also dieses Apex Theme Open Region und Apex Theme Close Region. Das sollte man gucken, dass man das ersetzt. Also wenn ihr jetzt eine Anwendung nehmt und da führt man jetzt eine Migration in die neue Version durch, heißt das nicht natürlich, dass die Sachen nicht mehr gehen. Aber ich würde jetzt an der Stelle zumindest dieses Open Modal und Close Modal per Volltextsuche mal suchen, wo man das nutzt und dann einfach durch diese Aufrufe Apex Theme Open Region und Apex Theme Close Region ersetzen. Gut. Genau. Unten auch noch der Aufruf Apex Page Confirm. Das ist ja also unter Punkt 6.1.2.2 hier. Die Punkte hier, also diese Nummern 6.1.2.2 und 6.1.2.0, das sind exakt die Nummern, die in den Release Notes von 20.1 stehen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, der Punkt interessiert mich und ich will jetzt ein paar mehr Punkte vielleicht oder ein paar mehr Infos darunter sehen, dann könnt ihr nach dieser Versionsnummer gucken in den Release Notes von Apex 20.1 und findet dann unter diesem Punkt vielleicht noch ein paar weitere Infos. Und hier eben dieses Apex Page Confirm wird
auch bald so geändert, dass es halt dieses P-Message, also so ein Attribut, was es bisher optional brauchte, auf jeden Fall immer braucht. Werden die Sachen also irgendwann geändert und ihr ändert es nicht, dann gibt es JavaScript-Fehler in eurer Anwendung. Wer mit dem Universal 7 arbeitet, sollte sich auch mal dieses APEX 7 Package angucken. Also wir reden hier von einem PLSQL-Package. Hier kann ich verschiedenste Sachen funktional setzen, ausführen etc., die ich halt im PLSQL aufrufen kann, um halt bestimmte Sachen zu aktivieren. Also hier geht es jetzt vor allen Dingen, wie man sieht, alles um die Möglichkeiten, Style zu ändern. Ich kann also in dem Universal 7 mehrere Styles hinterlegen. Diese Styles bedeuten, dass ich eine andere Farbkombination, bestimmte Breiten, Abstände etc. über diesen Theme-Roller definiere, diesen als Entwickler speichere, diesen Style, und hier mittels dieses APEX-Theme-Package prozedural aufrufen könnte, dass ich einen Style auswähle oder einen Style setze etc. Der End-User könnte also so, wenn ihr jetzt drei, vier verschiedene End-User hättet oder Gruppen von End-Usern und für die einzelne Theme-Styles gemacht hättet, also ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber kann natürlich sinnvoll sein. Dann könnte der eine sich zum Beispiel die Anwendung, ich sag mal, in Gelb angucken, wenn da ein Style für ist, und der andere das Ganze in Grün. Und das wird vom End-User aufgerufen und hier dieses Theme-Package kann man dazu nutzen. So, wenn ich jetzt zu 20.1 gehe, hat sich nicht so viel getan, was ich vorher auch mache. Aber ich denke, die Punkte sind nochmal wichtig zu erwähnen. Egal, wie ich migriere, was ich verändere, bitte erst immer einen Anwendungsexport durchführen. Dieser Anwendungsexport sollte auch, wenn möglich, ruhig in der Vorversion gemacht werden. Das heißt, wenn ihr jetzt APEX, ich sag mal, in der neuen Version installiert, kann man durchaus einmal die Anwendung vorher exportieren oder sollte man vorher exportieren. Sollte dann APEX 20.1 installieren mit den Images. Wichtig ist natürlich, wenn ich die neue Version von APEX installiere, ist das Universal 7 erstmal, ohne dass ich was mache, nicht in der Anwendung enthalten. Das heißt, ihr habt jetzt beispielsweise eine 19.2er-Anwendung oder auch eine 18.2er und habt da schon das Universal 7 und ihr habt jetzt hier halt diese Änderungen, die jetzt reingekommen sind, in diesen Templates, in dem HTML, dann nicht sofort drin. Dann muss man entsprechend in die Anwendung reingehen, also in diese Shared Components und da ins User Interface, also zu dem Bereich Themes. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dieses Theme zu refreshen. Also erst dann mit dieser Aktion bekomme ich diese letzten Änderungen rein und unter anderem hier zum Beispiel diese Templates, die vom Mega-Menü notwendig sind, die kann ich natürlich erst nutzen, wenn ich dieses Theme refreshed habe und in der Version 20.1 quasi nutze. Neben dem, dass ich natürlich das Theme aktualisiere und wenn ich dann zu 20.1 gehen will, kann natürlich auch von der früheren Version, Entschuldigung, dann kann ich natürlich auch die Komponenten, die in APEX ansonsten noch drin sind, upgraden. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass ich, wenn ich ein Tabular Form habe, kann ich mit diesem Upgrade Application Components, das ist auch im Shared Components eine Möglichkeit, diese Komponenten deklarativ upgraden. Also aus einer Tabular Form wird dann ein Interactive Grid und das kann ich pro Komponente einzeln durchführen. Icon Library brauche ich nicht mehr zu ändern. Hier gibt es die Libraries mittlerweile, wie ich vorhin erwähnte, nur noch dieses Font Apex und das wird jetzt sofort eingesetzt. Also falls ihr dann noch Font Awesome nutzen würdet, wäre das dann mit dem aktuellen Theme Refresh automatisch Font Apex. Das Ganze dann prüfen. Den Advisor gibt es immer noch, also die Komponente, die Möglichkeiten bietet, was zu prüfen und danach die Anwendung ausführen und testen. Hat sich also nicht viel geändert. Zum Schluss exportiert man nochmal die Anwendung, weil man schlicht und einfach an dem Tag, wo man quasi diese Migration gemacht hat, dann eine Vor- und Nachher-Sicherung hat. Das ist, um zur Version 20 zu gehen. Die 19.2er-Features, die sind jetzt hier nochmal kurz erwähnt. Wir haben jetzt hier nicht mehr ganz so viel Zeit. Das heißt, die gehe ich jetzt ganz kurz durch nochmal. Die Sachen sind halt hinzugekommen mit dem Release, was im letzten, ja, das letzte Release letztes Jahr war. Dieses Universal 7, hier sollte man gucken, wenn man dieses Dark Mode Feature nutzen will, inwieweit sich die Komponenten und die Farben ändern. Hier sieht man, dass die vorgefertigten Themes, wenn man nicht viel an den Farben dreht, gar nicht so viele Änderungen im zwangsläufig sind. Aber das kann man jetzt mittlerweile auch für den End-User definieren, dass der halt nicht, also dass wir nicht nur einen Page-Designer in Dark Mode haben, sondern auch der End-User in der Anwendung.
User Interface die Möglichkeit, hier das Navigationsmenü zusammenzuklappen. In der Vergangenheit hatten wir ja, ich sag mal, ein Einklappen und ein Ausklappen. Und wir haben jetzt durch die Versionen, hier sieht man 19.1 und 19.2, die Möglichkeit bekommen, das auch einzuklappen in 19.1, also nur Icons zu sehen, und ganz rechts alles zu verstecken, also dieses Menü ganz auszublenden mit 19.2. Template Options hier, also im Page Layout, man kann mittlerweile einen Login-Screen machen, der halt in der Mitte sich darstellt. Im linken Bereich sieht man dieses Floating, das ist dann mittig auf der Seite. Oder man kann auch ein Login machen, wie es man von manchen Online-Seiten oder gerade im Mobile-Bereich kennt, wo halt links im Bereich so ein Login-Fenster ist, was immer die gleiche Breite hat. Das nennt sich dann Split. Die beiden Sachen gibt es als Login-Pages. Weiteren New Login Page Styles, die sind auch in 19.2 da hinzugekommen. Muss man gucken, inwieweit man was davon nutzen kann. Die Farben kann man auch natürlich beeinflussen, aber diese Hintergrund, ich sag mal, Zeichnungen in der Form, die sind jetzt fest im Universal 7 hinterlegt. Man kann halt also diese Background-Typen auswählen oder man kann natürlich komplett eigene hinterlegen, aber diese sind jetzt deklarativ möglich zu nutzen. Ein Content Row Template ist noch hinzugekommen in 19.2. Das heißt, hier links sehe ich jetzt eine Darstellung als Liste. Und diese Liste kann ich recht frei definieren in der Darstellung. Also die ist gar nicht mal so mehr, dass wir wie sonst oft, ich sag mal, tabellarische Ansichten haben, sondern hier kann ich ein Icon vorne definieren, einen großen Text, einen kleinen Text, also einen Beschreibungstext. Ich kann auch verschiedene Anzahl-Einträge hinten darstellen und links und auch einen Status einstellen. Das alles ist über dieses Row-Template hinzugekommen. Das ist aber auch enthalten in dieser Universal 7 Sample App. Also das heißt, wenn ihr da was in dieser Darstellung wissen wollt, Universal 7 Sample App, auch in Design, und da gibt es dann diese Row-Template-Darstellung. Logo-Editor, ja, der, ich glaube, braucht man jetzt nicht so viel zu erzählen, der hat halt die Möglichkeit, dass ich ein Logo, was oben links dargestellt ist, mit in die Anwendung reinbringen kann. Ja, muss aber genau, ich sag mal, in der Größe und in der Art so passen, damit das halt auch von der Darstellung halt gut passt und oben in diese Header-Zeile reingeht. Kann man sich nochmal genauer angucken, ist in 19.2 hinzugekommen. Ja, Font Apex, awesome, hatten wir erwähnt. Wer da nochmal Vergleiche haben will mit Icons, kann die Folien auch nochmal angucken. Hier und da sind natürlich Sachen, die sich leicht geändert haben, von der Dicke, von der Schreibart etc. Die Sachen waren aber auch jetzt schon in der Vergangenheit, dass die sich geändert haben. Aber man kann eben dieses Font Awesome nicht mehr deklarativ auswählen. Das heißt, wir sind jetzt Font Apex oder man bringt Font Awesome von Hand in die Anwendung. Gut. Die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Ich bin, glaube ich, zwei Minuten drüber. Aber ja, bin jetzt erstmal mit den Themen durch. Ich weiß nicht, haben wir Fragen oder Ähnliches? Ja, vielen Dank, Oliver. Wir haben in der Tat 4 Fragen aktuell. Ich würde die noch mal eben durchgehen. Und zwar die erste Frage: Kann ich das neue Mega-Menü und das normale Menü an der linken Seite gleichzeitig nutzen? Oder muss ich mich für eins der beiden entscheiden? Nach meinem Wissensstand bisher entscheide ich mich für eins, also was deklarativ möglich ist. Ich gehe aber davon aus, da ich Aufrufe auch beim JavaScript gesehen habe, wo ich das Mega-Menü per JavaScript von Hand auch aufrufen kann, also wenn das als Komponente vorhanden ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das beides möglich ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht deklarativ. Ja. Alles klar. Die nächste Frage: Warum sollte das Theme Vista entfernt werden? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Nee, da weiß ich auch keine Inhalte. Muss ich selbst auch nochmal nachfragen. Ich habe das jetzt in den Release Notes erstmal rausgenommen. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Es ist ja deprecated. Deprecated bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass es im nächsten Release entfernt wird. Aber ist ein guter Punkt, kann man auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Vielleicht kann man Carsten oder einen anderen Kollegen, vielleicht schreibe ich auch nochmal auf Twitter. Kann ich aber selber nicht zu sagen. Dann die nächste Frage: Löscht ein Theme Refresh eingestellte Template Options beziehungsweise stellt diese auf Standardwerte zurück? Ja, also dieses erstmal so, die Sachen, die vorhanden sind als Einstellung, die bleiben natürlich bestehen, aber per Default ist der Refresh sorgt dafür, dass das, was ich als Veeam Style habe, einmal quasi auf den Default zurückfällt, was Apex hat, und ich muss nach dem Refresh einmal in den Theme Roller gehen und meins auswählen. Das heißt, es bleibt bestehen, es ist nicht verloren,
Aber es ist, wenn man nach dem Refresh gemacht hat und man wählt es nicht aus, nicht mehr ausgewählt. Hat man dann den Effekt, dass logischerweise die Darstellungen halt per Default dann die Buttongrößen, Farben etc. alles wieder zurückfallen. Da muss man schlicht und einfach dran denken, dass man den Theme-Style danach wieder aktiviert, also auswählt. Super, und die letzte Frage: Ist im Interactive Grid die Instant Search Funktionalität wie von Java-Applikationen gewohnt vorgesehen? Also clientseitiges Suchen. Ich glaube aktuell nicht, nein. Also die Komponente des Grids arbeitet aktuell mit Ajax-Calls und halt verhindert dadurch schon mal, dass die Seite submitted wird. Also teils clientseitig oder soweit clientseitig, wobei der die aktuell die Daten durchaus noch zum Server schickt und auch zurückbekommt. Also voll clientseitig ist aktuell nicht drin und ich meine auch nicht vorgesehen. Gut, das war dann die letzte Frage. Vielen Dank, Oliver, für deinen Vortrag. Falls irgendwer dem Referenten noch Feedback zukommen lassen möchte, das geht auch über das Fragenpanel. Wie gesagt, wir werden zwar die Namen lesen können, werden das aber dem Referenten anonymisiert dann weiterleiten. Dann vielen Alles Dank, klar. Oliver, an dieser Stelle. Ich entziehe dir auch hiermit die Moderatorenrechte wieder.